Ja, und nach dem unglaublich spektakulären Intro ein herzliches Willkommen zu The Last Story. Drücke A. Ach, schön. Und wie geht's jetzt weiter? Aber ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, während da einfach nur The Last Story steht. Oh, drücke A. Dieses Spiel ist für die Wii und ich habe schon mal angespielt für Dingens. Für Einstellungen. Und wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel und hüpfen direkt rein. Und es ist gerade unglaublich laut auf meinen Ohren. Bisschen leiser machen. So. So, so. Der Ladevorgang. Kapitel 1. Reptidenhöhle. Aha. Wir werden wohl mitten ins Geschehen geschleudert und jetzt lesen wir erstmal ein neues Tutorial. Hallo? Ich wollte lesen. Wollte ich nicht? Okay, ich gehe erstmal nach hinten. Wow, Steuerung. Genau, hier wollte ich hin. Das hatte ich am Anfang schon entdeckt. So, öffnen. Seltenes Item. Herz habe ich nicht mehr gelesen. Ist ja auch schön. Dann schreiten wir jetzt einfach mal voran. Also dieses Spiel ist auch von den Machern von Final Fantasy. Aber es dauert lang nicht so lange von der Spieldauer. Wie zum Beispiel, ja, bei Final Fantasy IX kann man mit knapp 100 Stunden rechnen, wenn man alles einsammeln will. Und hier sind die Spielstunden so an die 30, habe ich im Internet gelesen. Für ein LP noch tragbar. Und wir gehen jetzt einfach mal drauf los. Wie war nochmal die Steuerung? Ach, wieso? Ja, denk an das Geld. Ah. Es ist... Ja. Es ist etwas schwierig, hier rumzulaufen und gleichzeitig zu lesen und gleichzeitig noch Monster zu killen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das mit dem Tutorial war. Oh, Ausrüstung, Farbenkarte. Da, Tutorial. Steuerung der Kamera. Nö, Techniken, keine... Ah, so. Okay. Steuerung und Kamera. Will ich gucken. Verwende hier Nunchuck-Stick, um zu laufen. Drücke Z, um die Kamera hinter der Spielfigur zu zentrieren. Ja, das kenne ich. Steuerung Kamera. Genau, da sieht man es nochmal. Man kann hier auch den Classic-Controller verwenden, aber ich benutze die normale Wii-Fernbedienung und Nunchuck. So, weiter. Das war's schon. Okay. Wow! Wo ist der denn hingerannt jetzt? Da. Bam. Hell yeah. So, komm, wir gehen weiter, Schnucki. Man kann doch auch hier irgendwie drüber springen, ne? Ja, springen. Why? Oh, da will was einstürzen. Na, eine Falle. Verdammt. Hey, du. Oh, Tutorial. Hindernisse und Deckung. In Deckung kannst du dich der Aufmerksamkeit der Feinde entziehen. Drücke neben einem Hindernis A, um in Deckung zu gehen. Drücke erneut A, um die Deckung zu verlassen. Da, genau so. Blub, da hockt er. Nein, Control-Stick nach oben und drücke A, um darüber zu springen. Ja, halte B gedrückt, um laufen über Objekte zu springen. Okay, okay. Gut, weiter. Na, way. Aua! Ich will in Deckung gehen. Was macht ihr denn mit mir? Hilfe! So, nein, hör auf, mich abzuballern. Hui. Sollen wir weitergehen? Wo ist denn hier weiter? Hier ist weiter. Und wenn man es noch nicht gemerkt hat, dieses Spiel ist blind für mich. No, los geht's. Neues Tutorial. Zeig her. Neige den Stick in die Richtung eines Feindes, um ihn anzugreifen. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden. Es steht auch ein manueller Angriffsmodus zur Auswahl. Aha. Öffne dazu Minus, das Menü und rufe den Optionsbildschirm auf. Okay. Halte im Kampf B gedrückt, um zu blocken. So wird der Schaden durch physische und magische Angriffe stark reduziert. Alles klar. Hier so. Seht da? Das wird alles nochmal schön gezeigt nach dem Erklären. Das finde ich super. So, jetzt zeigt das mit dem Blocken. Genau. Genau. Okay. Weiter geht's. Deckung. Deckung. Wow. Und du auch. Komm aus deiner Deckung raus. Ich mach dich alle. Bam. Und du auch. Ja, unsere Gefährten, die machen hier automatisch mit. Die kämpfen quasi für sich allein, aber doch im Team. Glaube ich. Na, erfährt man noch, denke ich mal. So, da sind noch welche. Ja, da kommen immer noch welche. So, kritisch war das sogar. Aber jetzt kommt eine Cutscene. Yurick, let's move. You think Dagrin and Syrenne are ahead? Yeah. Let's go and find them. Jetzt sind wir auf einmal andere Personen. Okay, mein Spielfortschritt wurde automatisch gespeichert. Das ist schön, aber ich wollte mir das jetzt nochmal hier mit den Optionen angucken. Hier, was genau gemacht wird, bla bla. Das könnte ich mal machen. Die Musik ein bisschen leiser, aber die Soundeffekte so. Genau, und die Stimmen ganz so. Warte mal, dann machen wir das doch so. Genau, und Stimmen natürlich laut, damit wir auch hören, was die sagen. Ja, finde ich gut. Das finde ich gut. So. Aber hier waren noch andere Sachen. Einstellungen, Ziellinien, normal. KP-Leisten der Feinde, Schadenszahlen der Helden. Untertitel natürlich an, Tutorials an, Vorspulen und Abbrechen, normal, Kamerasteuerung aus. Okay. Suchmodus. Rotation, Zentrierung, das ist die Kamera. Rollensteuerung, jederzeit. Angriffsmodus. Angriffsmodus normal, manuell. Genau, Konfiguration für den Angriffsmodus normal möglich. Wenn der Angriffsmodus auf manuell steht, neige den Stick und drücke nach unten, um zu rollen. Aha. Wir machen den einfach mal auf normal. Ist für den Anfang, dafür, dass man das erste Mal spielt, wohl einfacher. Gibt's hier hinten noch was? Den sicheren Tod? Wie kann ich denn die Kamera... So kann ich die Kamera drehen. Aber ich glaube, da komme ich dann nicht mehr hoch. Hui, Rolle! Hallo! This place is crawling with these things. What do we do? I don't think they've noticed us yet. Halte Z, um den Suchmodus zu starten. Gibt es etwas zu entdecken, leuchtet das Suchsymbol am linken Bildschirmrand. Z. Oh. Bewege den Sucher auf ein weißes Zielkästchen. Okay. Da! Mach sie kaputt. Die lassen wir lieber in Ruhe. Ach komm, wir machen die kaputt. Yurick, hit that pillar with your magic. The pillar, not the reptiles. I see. I'll give it a shot. Ta-ta-ta-ta. Oh, der eine kommt nach vorne. Raus aus der Deckung. Und... Hallo? Verlassen. Ah! Okay, ich war noch nicht aus der Deckung raus irgendwie. Kritisch. Zael, it's the reptils' horn. Dagrin and Syrenne have messed up. Yurick, let's go. No one's dying while I'm here. Wait. Ja, warte. Today I'll rescue you, Dagrin. I'm pretty sure those two can look after themselves. They're my friends. I can't just sit here. I'm not really into that kind of thing. Freunde lässt man nicht im Stich. Das mit der Steuerung hier ist alles noch ziemlich ungewohnt für mich. Da kommen wir aber noch rein. Und was sie überhaupt abgeht, da werden wir wohl auch noch reinkommen. Nee, nee, ich werde nicht unvorsichtig. Keine Sorge. Wir werden hier einfach mitten ins Geschehen geschmissen. Ha. Armbrust verwenden, Yurick Magie benutzen lassen. Benutzen wir mal seine Magie. Yurick, destroy that bridge. I don't know. It looks pretty tough. Yurick. Fine. Don't blame me if it goes wrong. Ja, dann mache ich es halt. Geht nicht. Okay, raus aus der Deckung und zum Angriff. Woohoo! Zael, Yurick, good job. We like to use our brains sometimes, not like Syrenne here. Level up für Syrenne und Yurick. Das ist ja schön. Ah, wie geht's hier weiter? Was ist hier los? Was müssen wir hier tun? Warum sind wir hier? Ich denke, die Story werden wir hier nach und nach erfahren. Oder gleich. Oder jetzt. Da kommen noch mehr! Oh! Der ist etwas größer. Zael, Syrenne, protect Yurick as he's casting. Okay, understood. Da stand was von Schwachpunkt. Okay, Feuer ist eine Schwäche anscheinend. Obwohl, wir können uns auch hier um die kleineren kümmern, damit die anderen Teammitglieder sich um den... Alter, um den Dicken kümmern können. Mach das lieber bei dem Großen. So, ah, komm her. Du bist des Todes. Lass meine Freunde in Ruhe. Nein. Syrenne ist am Boden. Oder Syrenne? Ich weiß noch nicht, wie man die ausspricht. Einige Gegner fügen Waffen oder Magie einem speziellen Element mehr Schaden zu. Oh Gott, wieso sind die alle am Boden? Wap! Wird ein Charakter zu Boden geschlagen, so verliert er ein Leben. Verliert ein Charakter alle 5 Leben, ist der K.O. Das nehme ich mal mit. Ja, this was easy, sagt die eine, aber ihr wart am Boden zerstört. Okay, einige Tage zuvor. Story! Juhu! Looks like we have a new client. Woo! All right. Just as we're about to run out of money too. Thanks to someone getting hammered all the time. Shut it! I risked my life out there. Let me drink in peace. So, may I ask who our next client is? It's Count Arganan. Wow. The ruler of Lazulis Island. That's quite a result. There's a huge cannon on that island. But all that magic is dangerous. It draws all kinds of monsters to the area. And we have to clean up, right? You have a problem with that? As long as I get paid, I ain't complaining. Yeah, right. Anyway, I reckon it's time to celebrate. Barman, here's with the best you've got! Hauptsache Kohle. Dein Spielfortschritt wurde gespeichert, das ist schön. Komm, Moves. Hui. So, was ist... What is this? Was ist das? Ah, zum Speichern, das ist schön. An Speicherpunkten kannst du deinen Spielfortschritt speichern. Nehme den hier. Da, 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 da. Und es wurde gespeichert. Wunderbar. Gehen wir weiter. Was erwartet uns hier?